Hallo Leute, ich bin's Nicole und heute gibt's mal ein Unboxing von mir. Und zwar das Unboxing vom Baby Ball. Ich wollte jetzt einfach mal mit euch zusammen schauen, was da alles drin ist. Ich mach den Karton mal auf und hol das Baby Ball raus. Das ist das Baby Ball mit den 8 Funktionen. Also das Baby kann wohl essen und Augen zumachen und gewickelt werden. Es kann sogar weinen, gefüttert werden. Wenn man auf den Bauchnabel drückt, dann macht es wohl Pipi. Man kann es baden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich strampelt oder ob das einfach nur zeigt, dass es sich beweglich ist. Und hier ist eben dann nochmal so ein, ja, Augen gehen zu. Also alles, was sich so eine Puppenmutti einfach wünschen kann. Hier ist jetzt noch dabei ein Töpfchen, ein kleiner Teller mit Löffel und ein Fläschchen. Das hier, ich muss es mal schauen, aber ich könnte mir vorstellen, das ist eine Windel. Bei den Windeln, da haben wir jetzt gleich noch Ersatz dazu gekauft, aber die sind nicht billig. Und deswegen zeigt Ute euch in einem anderen Video, das ich euch am Ende verlinke, wie man die selber machen kann. Und so machen kann, dass sie wiederverwendbar sind. Baby Born hat außerdem noch ein, ich glaube das hier ist ein Armband, weil die kleinen Kinder haben ja ein Armband, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen. Oder im Krankenhaus haben sie es noch. Und das hier ist noch ein Schnuller. So, ich hole jetzt mal noch die Windel raus, weil die wollte ich mir mal noch anschauen. Oh, süß. Süß klein. Das sieht fast aus wie eine richtige Babywindel. Mit Vlies drin, braucht das ja wahrscheinlich aus, weil das Baby ja wirklich Pipi macht. Und ich weiß nicht genau, mit was es gefüttert wird. Aber ist das hier vielleicht noch so Babynahrung? Ich schau mal noch. Ja, ich denke, das ist Essen fürs Babyborn. Ein bisschen vorsichtig auspacken. Das scheint so ein Pulver zu sein. Spezielle Puppennahrung, nicht zum Verzehr bestimmt. Versehentlicher Verzehr unbedenklich. Teller bis zur Markierung mit Wasser füllen und den Inhalt des Beutels einrühren. Okay. Ach, das besteht im Prinzip aus Stärke, Mehl und Vitamin C. Und Maltodextrin, ich glaube, das ist so ein Malzzucker, ne? Ja, also wird wahrscheinlich, wenn man es probiert, süßlich schmecken. Ja, und dann kann man das hier da in dem Teller anrühren. Ja, jetzt gucken wir noch das hier an. Ah, das ist auch süß. So eine Art Geburtskärtchen. Da kann man dem Baby dann einen Namen geben. Dann, wann es geboren wurde, um welche Uhrzeit, wie groß und schwer es ist. Also einfach wie bei einem richtigen Baby. Das ist dann wahrscheinlich der Fußabdruck vom Babyborn. Süß. Dann ist jetzt hier noch so ein Heft dabei. Da gucke ich auch noch schnell rein. Sieht es aber fast ein bisschen aus wie so eine Art Katalog, was es noch alles so gibt. Ja, und das ist auch, also das ist einfach nur noch, ja, was für andere Puppen es noch gibt und an Zubehör, weil ich glaube, das Zubehör für dieses Babyborn, da ist noch das Baby Annabelle, sind noch andere auch Puppen noch drin, das scheint nahezu endlos. Und hier ist nochmal so eine Art Gebrauchsanweisung, auch in mehreren Sprachen, ja. Hätte ich mir dann noch anschauen müssen. Da stand auch nochmal drauf, dass
wenn man auf den Bauchnabel klickt, dass dann das Baby eben Pipi machen kann. Das mit den, dass die Augen sich schließen beim Hinlegen, das sieht man jetzt schon. Und das Baby kann dann wohl auch weinen, wenn man auf den Arm drückt. Aber wahrscheinlich braucht es da die Flüssigkeit innen drin, dass dann die Augen tränen können. Das gleiche gilt natürlich fürs Pipi machen. Das Baby Born hat jetzt ein Body und eine Mütze auf. Wie gesagt, es gibt da unheimlich viel noch Zubehör. Aber auch hier wird es wahrscheinlich bald mal noch ein Video von uns geben mit Kleidern hin fürs Baby Born. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns am besten. Ja, ich höre jetzt ja auch mal auf mit Auspacken, weil den Rest kann man, finde ich, ganz gut sehen, was jetzt noch so drin ist. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Unboxings von uns sehen wollt, dann klickt auf die Playlist daneben dran oder auf eines der Videos unter dem Bild. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!